Das wundert mich jetzt, aber ich gehe jetzt einfach mal auf die Giftwolke. Nein. Also ich glaube, das ist ein Todes-Alola-Slimer. Ja. Du Drecksau, du! Alter! Ey, das Spiel tut aber auch jetzt alles dafür, mich komplett hops zu nehmen. Ich hab halt kein Highlighter mehr. Und ich weiß nicht, ob der Scrappy hat, also um... Ey, nur Pech. Ernsthaft, nur freaking Pech in diesem Kampf. Was anderes existiert hier gerade nicht eben. Aber dann hätte ich jetzt gerne Nitro-Ladung gedrückt. Ja, weil jetzt fressen wir einen Durchbruch. Wie viel macht der? Maybe hätte man wechseln sollen, aber... Ich verliere halt, glaube ich, weil ich Steirer verliere. Deshalb muss ich das jetzt nicht... Er hat eine Anti-Flugbeere. Aber... Was? Oh mein Gott, das sieht so schlecht gerade aus. Jetzt sieht es wirklich katastrophal aus. Ich glaube, es ist das Beste, was wir hier machen können. Also mir ist bewusst, dass da Meistergriff steht. Der ist jetzt nicht mega schnell und so. Aber ich sehe hier strategisch keine andere Möglichkeit. Und Porygon died halt. Und eigentlich wollte ich genau, also quasi zu dieser Runde in Miltank, eigentlich wollte ich mit Miltank mich nochmal hochheilen. Ich glaube, ich habe das allein so zahlenmäßig richtig reingeschissen. Wir haben keine Highlight-Items mehr. Wir versuchen jetzt vielleicht maybe Giftblick. Ja, Flügelschlag, ich bin weg. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, ich will das mal Molida verbrennen. Rechte. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, jetzt wird Zwölfin sterben. Wow, gerade das Zwölfin bekommen und dann sowas. Was genau will der mir jetzt tun? Oh, nicht wieder random Kraftreserven. Was? Jetzt mal einen Hyper-Heiler. Ich habe eh noch keinen Heiltrank eingesetzt. Warum haben wir jetzt Flunkiefer so dumm verloren wegen einer random Kraftreserve? Das... Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass es auf plus 1. Pumpkick daneben geht, wäre das irgendwie so semi-geil. Ich weiß jetzt nicht, was der groß kann. Ich wollte gerade sagen, außer vielleicht noch explodieren. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert! Wie viel macht er es so? Ich glaube, ich muss irgendwas abwerfen. Ich wüsste aber jetzt auch nicht was. Ich glaube, ich muss hier... Also Karpitz ist bisher das schwächste Mon. Ich hoffe, Karpitz lebt ein. Und dann muss ich gucken, wie ich rein... Ah nein, der drückt ja jetzt Luftschnitt! Oh, wie schlecht bin ich eigentlich gerade? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie ich gegen den gewinnen soll. Also ich kann gegen den gewinnen, aber ich darf wichtige Pokémon hier nicht verlieren. Ey, ich kotze, ne? Ich kotze einfach im Strahl. Was ist denn das schon wieder? Einfach von einem random Maskeregen zerrissen. Ein freaking random Schwimmer zerfetzt mich mit einem Maskeregen. Wirklich zerfetzen. Das Ding ist, je nach Damage Roll nimmt er mich jetzt auch einfach raus. Ich hoffe jetzt einfach, dass er eine niedrige Roll... Ne, er nimmt mich auch einfach raus. Mich einfach das Tiefschlag reicht. Ich glaube aber ja, weil wir Brave Nature sind. Ich habe drei Pokémon an einem Lebenorb Maskeregen bekommen. Maskeregen! Ich überlege, ob ich Big Bob abwerfe. Weil ich sehe nicht, wo ich Big Bob nochmal... Ich sehe nicht, wo ich bei Big Bob nochmal dazu komme, den zu heilen. Deshalb werfe ich den jetzt ab. Dampfwalze wäre großartig gegen die. Aber das Alola Knogger hat halt eh diesen Speed Boost da bekommen. Deshalb Flammenrad kommt, okay. Das jetzt tatsächlich auch. Ich meine, Knogger ist eh vom Angriffswert so low, aber wenn der einmal crittet, schallert der halt irgendwas einfach weg. Und am Vierer kann, soweit ich weiß, nicht noch weitere Partner rufen. Okay, Scanner ist recht egal. Weil wir Damirplexe jetzt hier opfern. Das ist nicht gut. Es kann halt einmal sein, dass ich Melon Machine jetzt schon abwerfen muss, ne? Bei wem will ich da reinwerfen? Der ist halt auf plus 2. Like, wenn er jetzt einmal wieder Pflanzensäulen drückt, dann ist halt einfach... Ernsthaft jetzt? Wie viel macht das? 109... Es ist so großartig. Bin begeistert, dass wir dieses Lamelux bekommen haben.
Ich hätte niemals erwartet, dass das Viech so nützlich sein kann. So, jetzt gehen wir wieder auf... Eigentlich wäre Pilzspore der Play gewesen. Oh Gott. Nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Oh Gott sei Dank keine Poison, ne? Die wäre jetzt fatal gewesen. Hä, Oma... Oma hat doch einen Base-Speed von... Hat Oma nicht einen Base-Speed von 70? Das... Nicht schon wieder Maskeregen! Das gibt's doch nicht! Und würde jetzt sogar aus strategischen Gründen auf Zwangoro den Hypertrank einsetzen, weil ich glaube, den können wir noch gut benutzen. Werde Belex jetzt opfern. Strategischer Tod, da bin ich jetzt nicht so sad drüber, weil Araquanid irgendwie ein bisschen enttäuschend ist. Deshalb überlege ich, ob wir hier einfach angreifen. Mit dem Blättersturm das Mächtigste, was wir haben. Ja, und einfach hoffen, dass das funktioniert. Und wir opfern halt hier schon Sonflora, aber Sonflora hat dann einen guten Job gemacht. Junge! Das war Damage. Das war richtig guter Damage, Sonflora. Ich bin gerade... Und das ist sogar Lebenmob. Okay. So, wenn er mich einfach angreift... Ja, ich glaube, Toxin einmal erst drücken wäre es immer gewesen. Okay, aber Magenkrempler? Okay. Soweit und sage, Octillery lebt ein auf plus 2. Ich gehe fast so weit, weil Steinkante wird nicht von Tough Claws geboostet. Ja, und es war eine absolut dumme Entscheidung. Grandios. Ja, wobei wir gehen... Also, wenn wir Fruststampfer plus Tiefschlag hitten, ist ja auch alles gut. Steinkante connected natürlich wieder. Die Hautreise auch einfach aus dem Leben. Okay, dann war das die definitiv richtige Entscheidung. Und ich gehe, glaube ich, lieber diese Damage Roll jetzt hier ein. Und eigentlich sollte ich den leben. Gut, wir leben ihn nicht, weil es ist eine Damage Roll! Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass eine Phantomkraft sogar reicht. Aber wenn der Finsterort hat, kann ich ihm nichts wechseln. Das heißt, ich habe tatsächlich gar keinen anderen Player, als auf die Phantomkraft zu gehen und hoffen, dass es reicht. Ich weiß es nicht, aber... Also, Phantomkraft hat schon sehr viel Base-Power. Megalon ist nicht so bulky. Oh, aber zu bulky! Ja, ja, Tromburg... Also... Ja, weil... konnte ich halt nichts machen, so was soll ich machen? Ich werde jetzt mal bei Reise rein und guck mal, wie viel Damage der auf den macht. Wenn der geone-shottet wird, dann ist dem so. Aber bei Reise ist momentan so das Mon, das ich am wenigsten in diesem Team brauche. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch nicht mit einem One-Shot gerechnet. Okay, wir kriegen die Igelsamen raus. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt einfach Knuddler kommt, wir sind einfach weg. Ist weg. Wenn Skuntank hier died, dann died ich. Ich weiß nicht, was ich gegen Tentantel machen soll. Keine Ahnung. Ich muss den halt Para-Hexen. Ja, das war's mit Dairon. Super. Skuntank ist weg, der hat leider auch eh keinen Flammenwurf, der hat auch... Ja, ja, wir haben ja nicht mal Finalschlag. Ansonsten bin ich nämlich nicht mehr im Game, gefühlt. Oh mein Gott, wie viel... Okay, Gyroball wird viel zu viel Damage machen. Ich glaube, ja, das war's mit Zwangoro. Aber keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ist eher... Vergesst alles, was ich sagen wollte. Ich habe Angst. Wobei wir, glaube ich, vom Base Speed her schneller sein sollten. Nein, bitte nicht wieder ein Tod durch einen random Z-Move. Mach irgendwie Z-Schwert. Oh mein Gott, der ist plus 200 wahrscheinlich über Eifer. Das ist ein totes Tyrantrum. Ich rechne gar nicht damit, dass er das lebt, bin ich ehrlich. Hätte ich einfach Akrobatik gedrückt, hätte ich das wieder... Ja, ja, komm. Ja, wie gesagt, random Z-Moves sind halt einfach... Die sind einfach Dünnschiss. Die sind halt einfach nur dummer Bullshit. Und auch noch mit Stachlern. Ich opfer wenn Kurdel, aber es gefällt mir gar nicht. Maybe überlebt er irgendwie, er ist verwirrt und boxt sich selber. Das ist gerade meine Hoffnung. Bitte box dich selber, bitte box dich selber. Bitte leb und box dich selber, ja. Ha! Er wäre auch nicht verwirrt gewesen. Warum kann der random Schwertanz? Was ist denn das jetzt? Das Ding ist, die meisten Movesets sind nämlich so, was die... Hey, das... Hallo, da wohl nun ab... Heiß. Alles... Ey, die ganze Zeit habe ich Panik, dass ich von einem dreckigen Zorok Pursuit trapped werde. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, 233. Ich gehe trotzdem auf die Kreuzschere und sage, ich bin schnell. Ich bin nicht schneller. Ja, direkt das nächste Pokémon gestorben.
Moves rausbekommen. Wir haben noch eine Kehrtwende auf Archeops zur Not. Aber Frigometri hier abwerfen ist definitiv, denke ich, der Play. Ich muss nämlich jetzt... Ich darf jetzt nicht mehr in dieses Spielchen kommen. Ich heil auf und er drückt maybe random mal wieder Gedankengut. Weil guckt euch an, wie hoch sich das Ding halt heilt. Nicht abzuwerfen. Wenn er halt weiter... Also ich muss hoffen, dass Archeops jetzt schnell ist. Ansonsten könnte das Teil hier einfach gewinnen. Er geht nämlich direkt auf die Psychokinese. Das Problem ist, dass Fletiamo echt speedy ist. Also richtig speedy. Oh, Random Wing, genau das habe ich jetzt noch gebraucht. Bitte reich. Nein. Das ist tot, oder? Ja, war klar. Ja, was soll man denn machen, ne? Wir haben ja noch 2 Kanonen. Und dann nehme ich den einfach rein. Ibitak war ja auch nur drin wegen dem Speed. Ja, das ist ein totes Ibitak. Ja, also brauchen wir nicht drüber reden. Kann ja auch nichts machen. Ich kann ja nicht mal mehr machen. Also ich musste ihm noch möglichst viel Chip-Damage quasi raushauen. Weil Aufruhr wird mich jetzt auch wieder töten. Ja, und der nächste kippt um. Weil ich kann nichts anderes machen. PZ hat 3 meiner Pokémon zerberstet. 3. Der Stelle Porygon 2 hochheilen. I mean... Rotom Wash wäre eine Option, aber ich glaube Toxin ist die bessere Variante. Weil sonst kriegen wir Megalamus nicht weg. Der died einfach nicht mehr. Der bleibt dann da stehen und ich muss hier auch... Also Alola Geowatz muss ich hier opfern. Ich weiß... Was? Ich weiß nicht. Spezialangriff erhöht, okay. Z-Kommando. Na gut. Ich weiß nicht, was ihnen das jetzt gebracht hat, aber von mir aus Bock drauf. Also wirklich miese Brise, kein Bock. Okay, Psychokinese. Ja, ist halt tot. Aber ist auch ein totes Megala... Ist trotzdem totes Megalamus. Dachte ich mir, dass P2 getushottet wird. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, 2 Mons abwerfen. Und ich habe keine Ahnung, wen. Also Bärdock einmal abwerfen ist denke ich, ganz klar. Der muss es leider sein. Hätte der nicht gekrittet, dann wäre das hiernach es einfach gewesen. Wenn man kein... Sie hat halt auch kein Highlight im eingesetzt. Ich meine, Dragon ist auch ein cooles Tapping, aber bisher irgendwie, ich weiß nicht wie... Exorus, bitte sei einfach schneller. Das wäre jetzt großartig. Ansonsten tut's mir leid. Oder setz einen Heiltrank ein, Lusamine. Ja, schade. Aber damit ist es auf jeden Fall rum. Aber es tut mir leid, Exorus. Irgendwie hätte er schon wieder einen Crit, ne? Hätte das Viech einfach P2 nicht gekrittet, ne? Weil... Nee. Wir müssen die Denne abwerfen. Keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Weil mit Risikotackle schallert der mir alles ins nächste Millennium. Klar, Alola Knogger kommt rein, aber was mache ich? Dann bringt mir ja nichts. Tut mir leid, die Denne. Du hast hier ein ehrenvolles Opfer getätigt und es hat sich selbst getötet. Also immerhin eine Sache. Ich werde sogar hier nach dem Kampf heilen. Ich habe echt Angst, dass irgendwann mal es relevant ist, dass ich so viele Erdbeben habe. Also dass ich wirklich 10 von 10 Erdbeben ab hier habe, falls irgendwie ein Pressure-Mon oder so kommt. Weil dagegen wäre das schon recht... Oh fuck, wenn das... Okay, es ist X. X ist actually ganz gut. Bei X sollten wir eigentlich ganz gut tanken noch. Y wäre, glaube ich, schlimmer gewesen wegen Solarstrahl. Da habe ich zu schnell gedrückt, weil ich zu hoch geboostet bin. Das könnte mich töten. Das wäre, glaube ich, einfach allgemein dumm. Ja, das habe ich mir jetzt gekonnt. Aber warum mache ich das? Aber wir brauchen eine Runde, um P2 sicher reinzubekommen. Und ich sehe hier keine andere Möglichkeit tatsächlich. Also wir könnten natürlich Mimikyu reinwerfen. Aber... Der würde, glaube ich, einfach... Nevermind. Kokowai kippt auch einfach um. Okay, das ist actually sehr gut. Dann benutze ich jetzt meinen letzten Heiltrank, um Hippo zu heilen, weil ich mit Megaflunkiefer als letztes rechne. Und dann müssen das meine übrigen Mons machen. Oh, das dachte ich mir. Ich hoffe einfach, dass wir bulky genug sind, um einen zu leben. Ja. Mega flunky. Also actually waren wir dann jetzt mega lucky, dass wir den eingelebt haben, ne? Ah, leider nicht optimal gespielt und somit wahrscheinlich einen Mon mehr verloren, als man es hätte machen müssen. Die Elektroattacke, die jetzt kommen wird, abfangen. Ein Voidwechsel ist halt nervig, je nachdem, was danach kommt. Ich glaube, wir one-shotten ihn einfach mit einem Steinhagel. Dank dir, Aerodactyl. Danke für gar nichts. Ja, okay, dann wär's. Ja, mein Gott. Aber ich glaube, wir hätten den halt, weil wir Experten gut sind und hartes Wesen, wir hätten den halt immer rausgenommen. Ich glaube, ich kann hier auf Phantomkraft gehen. Spukball kommt, das sollten wir eigentlich gut wegstecken.
Okay, das war überhaupt... What the fuck? Echt so schlecht? Hier auf Ladungsstoß könnte man machen für die Para. Ja, wir müssen für die Para gehen, weil ich glaube... Ja, minus 2, wenn die Psychokinese gereicht hätte, bitter. Psychokinese hätte unironisch gereicht! Nein! Aber ich konnte nicht abschätzen, wie viel der Damage sein wird. Oh, ist das bitter! Werfen. Und dann gehen wir nochmal auf den Sub mit unserem Rotom. Und dann sollten wir ihn mit Spukbauch rausnehmen können. Das ist die sicherste Variante, die wir hier machen können. Das ist wirklich der absolute safe way to go und den gehen wir jetzt auch einfach. Dass Delayed das nicht lebt, ist kein Wunder, weil der kriegt jetzt Recoil Damage. Plus kriegt er nochmal Poison Damage, dann brauche ich nicht mal mehr einen Delegator. Keine Wahl, ich kann nochmal Samenbomben drücken, falls... Okay, der droppt jetzt nochmal seine Werte, geht Gott sei Dank gegen Ambidiffe, das ist sehr gut. Und dann kriegen wir jetzt einen richtig geilen Ladungsstoß hier raus. Kommt nochmal ein Draco auf Mantidia, den sollten wir vermutlich sogar nochmal leben, weil der ist auf minus 2. Den leben wir nicht, schade. War das maybe sogar ein Crit? Aber der ist jetzt auf minus 4 Special Attack, das ist sehr, sehr gut. Eis-Pokémon, was wir irgendwie bieten müssten, ich glaube nicht. Das heißt, hiernach haben wir jetzt noch zwei Highlight-Items. Und ich opfer jetzt Alola Knogger. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, nicht unnötig irgendwas chippen zu lassen. Und einfach quasi mir das Momentum zu bringen damit. Tor so einmal hochheilen. Turmkick hat er. Ja, Mann, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Aber ja, ist, wegen Rauflust ist ja auch egal, wenn ich so drüber nachdenke. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir einen leben oder wir sogar dodgen. Wir haben Flauschigkeit. Komm, ich glaube an dich. Er ist die, das könnte ihn den Sieg bringen oder auch ein Missplay sein.